Zum zweiten Mal veranstaltete die Hochschule Ludwigshafen in Kooperation mit Arbeiterkind.de am Campus in der Ernst-Böhe-Straße den Stipendientag. An Ständen und durch Vorträge informierten Stipendiengeber aus ganz Deutschland die Interessenten über die Stipendien, wie man sie bekommt, was für Voraussetzungen das man braucht, wo man sich wiederum informieren kann, meistens über das Internet. Noten, erstens, du kannst natürlich hast einen besseren Grund fürs Abi zu büffeln, weil bringt ja eher ein Stipendium. Bei uns ist Katja Urbatsch, Gründerin von Arbeiterkind.de. Also ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat und deswegen ermutigen wir mit Arbeiterkind.de Schülerinnen und Schüler, die aus Familien kommen, denen noch niemand oder kaum jemand studiert hat, zum Studium und unterstützen sie. Und inzwischen haben wir in ganz Deutschland 70 lokale Gruppen mit Ehrenamtlichen, die sich vor Ort engagieren als Vorbilder und die andere eben ermutigen und unterstützen, damit sie ins Studium kommen. Wie wichtig ist für Sie so ein Tag, wie er hier heute stattfindet? Also ich finde es ganz wichtig, über Stipendien zu informieren, wie heute hier in Ludwigshafen, weil ich habe viel zu spät davon erfahren und vielen geht es auch so. Und wir möchten, dass Menschen möglichst früh erfahren, dass sie sich um Stipendien bewerben können. Und wir möchten auch dazu ermutigen, weil viele denken, ich ein Stipendium, ich bin doch gar nicht gut genug oder das ist doch nur für Überflieger. Und wir möchten eben zeigen, das ist für alle und da haben auch viele eine Chance und man sollte sich auf jeden Fall bewerben. Wie war das Interesse heute? Das Interesse war sehr groß. Wir haben zwei Vorträge gehalten, so zum Überblick. Da war es immer voll. Die Stände waren gut besucht. Also ich bin sehr begeistert und ja, sehr dankbar auch, dass so viele mitgemacht haben. Und bei uns ist Frau Dr. Wassmann, Pressesprecherin der Hochschule Ludwigshafen. Frau Dr. Wassmann, heute fand hier an der Hochschule Ludwigshafen Tag des Stipendiums statt. Wie waren Sie zufrieden? Wir waren eigentlich sehr zufrieden mit der Resonanz. Das war deutlich mehr als im letzten Jahr, wo wir ja die Veranstaltung das erste Mal hatten. Wir hatten ungefähr doppelt so viele Interessierte hier, die wirklich aus dem ganzen Region kamen, sowohl aus Ludwigshafen natürlich, aber auch von der Uni Heidelberg, von der Uni Mannheim und von der Hochschule Mannheim und sowie einige Schüler. Also ich denke, wir können sehr zufrieden sein mit der Resonanz. Wie viele Stände waren jetzt heute ungefähr aufgebaut? Also wir hatten alle großen deutschen Begabtenförderwerke bis auf eines hier versammelt. Und dann noch die Stipendiengeber von der Hochschule und das Stipendiumprogramm Ludwigshafen, STIPLU e.V., was unsere Studierenden selbst angestoßen haben. Und unser BAföG-Amt ist auch mit vertreten gewesen. Also es waren etwa 18 Stände jetzt hier vor Ort. Kann man grundlegend sagen, was für Voraussetzungen das man braucht für ein Stipendium oder ist es zu individuell? Also die große Botschaft, die wir jetzt, auch ich heute hier mitgenommen haben, war wirklich, dass es Stipendien eben nicht nur für Einserkandidaten und Überflieger mit einem 1-0-Durchschnitt gibt, sondern dass wirklich auch soziales oder Engagement oder auch sportliches oder politisches Engagement in jeder Richtung belohnt wird und dass es immer auch auf die Persönlichkeit desjenigen ankommt, der sich um ein Stipendium bewirbt. Abschließend die Frage, wo kann man sich informieren, grundlegend zu Stipendien? Kann man es zum Beispiel über die Hochschule Ludwigshafen, über deren Homepage? Also wir haben jetzt ganz neu, also eben auch anlässlich des Tag des Stipendiums, eine eigene Seite für Stipendien eingerichtet, die meine Kollegin Antje Schumacher hier pflegt und bestellt, wo sie sich über Stipendium hier speziell an der Hochschule Ludwigshafen informieren können. Arbeiterkind.de, die ja hier mit als Organisatoren und Initiatoren aufgetreten sind, informieren auch ausführlich über Stipendium, nicht nur für Arbeiterkinder, sondern für alle Stipendieninteressierten überhaupt. Und dann gibt es darüber hinaus noch im Internet verschiedene Stipendienbörsen, die auch die kleinen Nischenstipendiengeber sozusagen listen, über die man sich informieren kann. Weitere Infos unter www.hs-lu.de. Auf Wiedersehen.